Hallo, da ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich euch mal, wie man die lustigen Pomponkühe bastelt. Da haben wir unser Set wieder da. Da ist alles drin, was ihr braucht. Eine Vorlage nochmal, auch nochmal erklärt, wie ihr die Pompons am besten macht. Aber dazu gibt es auch einen extra Film, was ihr auch schon kennt. Und jetzt sage ich euch kurz, wie wir das ummalen. Wir malen es mit Aquarellbuntstifte aus. Also keine normalen Buntstifte eignen sich nicht. Die müssen schon wasserverfallbar sein und wir haben die von Stabilo, weil die eigentlich am besten geeignet sind für das Ganze. So, dann habt ihr euren Pinsel. Dann solltet ihr am besten nicht tiefer ins Wasser tauchen, wie der Pinsel lang ist. Streift ihn auch noch mal kurz ab. Dann können wir mal erst einmal den vorne die Schnauze ein bisschen verwaschen und die Hörner noch ein bisschen. So, dann nehmen wir unsere nächste Farbe. Fangen wir wieder an. Malen das erst einmal alles so grob an. Die Haare machen wir vielleicht nachher dunkel. Lassen wir jetzt mal aus. So. Und dann verwaschen wir das nochmal. Dann machen wir jetzt oben über die Haare mal ein bisschen Wasser drüber, weil wenn wir die dunkler machen wollen und ein bisschen intensiver, dann ist es besser, wenn es feucht ist. Dann geht nämlich der Stift noch viel intensiver an. Da können wir jetzt eben da mit Augen machen wir immer ein bisschen Flecken drauf. Oben vielleicht noch hier und da noch. Und am Ohrwaschel. Und dann machen wir die Haare noch dazu. Und ihr seht schon, der Stift geht dann ganz intensiv an. Können wir da noch so ein bisschen einen Fleck her machen. Und dann machen wir unsere Augen noch weiß. Das machen wir jetzt mit dem Posca-Stift. So, dann brauchen wir noch eine Augenfarbe. Kriegt ihr mal grüne Augen. So, und schon ist die Kuh fertig. Die Rückseite müsst ihr natürlich auch mit bemalen. Ich habe das schon mal vorbereitet. Zeige ich jetzt nur, wie es rauskattern geht, weil für meine Kuh möchte ich gerne so Milchkändel mit drauf machen. Da ist jetzt da der Steg. Schauen wir mal schnell. Nehmen wir das schnell weg. Wo das zum Rausmachen ist. Da ist es festgehängt. Und schon hupst es uns entgegen. Und dann haben wir unser Milchkandel. Und dann zeige ich euch noch, wie es festkleben geht. Unseren Pommel haben wir schon vorbereitet. Da sucht euch jetzt einfach die schönste Seite aus, was ihr so nach vorne haben wollt. Und dann machen wir erstmal den Kopf. So fixieren wir den erstmal so drauf. So, dann nehmen wir jetzt einen Heißkleber her. Machen da einfach eine Heißkleberraupe mit drauf. So auf die Kante und dann steckt man es da oben in unseren Pommel rein, so dass die da ein bisschen versinkt, seht ihr es. Und dann brauchen wir die Füße und die Hände noch. Machen wir erstmal das Milchkannel noch fest. Ich mal die Sachen immer hinten auch ein bisschen an, dass halt, wenn es jetzt wirklich einmal irgendwo rausschaut oder so, dass es nicht kreislich ausschaut. So. Und dann hält man die natürlich fest, fasst man die Füße. Kurz noch ihre Füße drauf gemacht. Upsa. Man kann das Milchkannel noch kurz durchtrocknen. Dann machen wir da noch einen her. Jetzt kriegt es noch Hände. Da müsst ihr natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, weil das ist auch klar. Also für die Kinder ist das nichts zum Kleben. Da soll dann lieber die Mama kleben. Machen wir jetzt da einen. Mit der anderen Seite kannst du dann ihr Milchkannel noch halten. So, und schon kann es losgehen und unser Almabtrieb kann starten. Ja, wir zeigen euch die anderen nochmal. Tun wir das noch ein bisschen weg. Und es gibt ganz viele verschiedene Pompomtiere. Schaut einfach mal auf unserer Webseite. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, eure Petra.